Das Gewerbe macht mobil. In Berlin schlichen hunderte Taxen durch die Innenstadt. Auch in London lief der Verkehr nicht so wie sonst. Protestfahrten und Blockaden rund um den Trafalgar Square. Am handgreiflichsten wurde es in Paris bei der Blockade der Flughafen Charles de Gaulle und Orly. Alle protestieren gegen die neue Konkurrenz aus dem Internet, die per App Fahrten vermittelt. Das sind private Fahrzeuge. Es ist organisierter Raub. Sie sind ihre eigenen Chefs, geben ihre Umsätze nicht preis, arbeiten rund um die Uhr. Die Regierung sollte sich darum kümmern. Das kann so nicht weitergehen. Uber heißt eines der Unternehmen, gegen die sich der Protest richtet. Das US-Startup ist inzwischen in 37 Ländern aktiv und erfolgreich. Die per App vermittelten Fahrten sind meist billiger, auch weil die Fahrer schlechter abgesichert sind, sagt die Konkurrenz und verlangt ein Einschreiten der Politik. Die EU-Kommission allerdings sagt, eine Herausforderung für das klassische Taxigewerbe solle man nicht verbieten. Anderswo auf der Welt sei diese Art der Konkurrenz ganz normal.